willst. Ladies first. Öffne das Grab! Dein Finger drückt diesen Abzug. Sie legen sich mit der falschen Familie an. Willkommen zu einem neuen Video und wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um den Kino-Reboot von Tomb Raider, der, den es schon vor 5 Jahren bei den Videospielen gab. Und ich möchte euch heute erzählen, oder eher gesagt zeigen, wie viel der Film anhand der Trailer schon Parallelen zu den Spielen aufweist. Fangen wir mal ganz klassisch bei der Optik von der Lara an. Rechts seht ihr die Lara, so wie wir sie seit dem Reboot von 2013 kennen. Und links seht ihr die Lara Croft vom Kinofilm, der am 15. März erscheint. Beide Versionen tragen den identischen Eispickel oder besser bekannt als Kletteraxt, sowie einen Bogen, fast das identische Outfit und am rechten Arm ein Verband. Eine kurze Anmerkung für die Neulinge, die sich noch nicht mit den Spielen befasst haben. Früher hatte ja Lara Croft das Markenzeichen der 2 Pistolen und das ist jetzt halt der Umgang mit dem Bogen, dass sie halt sehr gut damit kämpfen kann und auch das Kinoplakat zeigt ja schon, dass der Bogen eine ausschlaggebende Rolle ist. Eine weitere Ähnlichkeit bei beiden Versionen ist es, dass sich natürlich manche darüber aufregen, dass die Brüste zu klein sind, aber auch, und das ist jetzt ernsthaft so gemeint, ach, die sieht doch so lieb aus, das ist doch keine Lara Croft. Und hinterher war sie dann doch wirklich badass. Beiden sieht man deren Rolle nicht an. Und das ist ja auch so ein bisschen auch das Thema vom Reboot von beiden. Rechts war es 2013 A Survivor is Born und links beim Kinofilm ist es Ihre Legende beginnt. Nun kommen wir aber mal zum interessanteren Teil, denn Szenen, Namen und Schauplätze wurden nicht immer 1:1 übernommen, aber haben es auch in den Kinofilm geschafft. Und ich kann jetzt natürlich nur davon ausgehen, was ich selber von den Trailer kenne, weil den Film habe ich ja noch nicht gesehen. Die Szenen und das alles andere zeige ich euch jetzt. Hallo Liebes. Wenn du das siehst, werde ich sicher tot sein. Ich habe ein Grab gefunden. Man nennt es die Mutter des Todes. Wenn Trinity Erfolg hat, ist unsere Welt in Gefahr. Versprich mir, sie aufzuhalten. Ich verspreche es. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Warst du beim Grab des Propheten? Ja, aber ich wurde verfolgt. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Irgendwann müssen wir uns dem stellen, wer wir sind. Was unsere Bestimmung ist. Wir werden alle unserer Bestimmung folgen. Du hättest nicht herkommen sollen. Nein! Nein! Umschalt.
Und das waren jetzt die vier Ausschnitte, wo es am offensichtlichsten ist, dass man sich am Spiel orientiert hat. Genauso wie 2013 spielt alles auf einer vermeintlich einsamen Insel. Es gab noch eine Szene im Trailer mit dem Flugzeug am Wasserfall, die habe ich jetzt aber nicht reingenommen, weil, ja, ich glaube, es gab zwei oder drei Situationen, wo ein Flugzeug am Wasserfall war, beim Reboot, und deshalb habe ich es nicht reingenommen. Sollte ich noch etwas vergessen haben, schreibt es mir bitte in die Kommentare und beachtet bitte, dass ich dieses Video vor dem Kinofilm hochlade. Mir schreiben immer noch Leute unter den Star Wars Videos Sachen, die man zu dem Zeitpunkt des Uploads noch nicht wusste. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir nach dem Kinofilm noch mehr Vergleiche ziehen können, wie zum Beispiel, dass der Typ auf dem Schiff auch Levas Mentor ist und dass das Schiff vielleicht auch die Endurance ist. Ich bin sehr gespannt, wie Tomb Raider in den Kinos ankommt nach Assassin's Creed. Das wurde ja so ein bisschen von Nicht-Gamer auseinandergenommen. Aber Tomb Raider oder beziehungsweise Lara Croft ist ja schon, sag mal, in so einer anderen Liga. Man nimmt das gar nicht mehr als Videospielreihe wahr. Zu Tomb Raider auf diesem Kanal kann ich nur sagen, es kommt noch eine ganze Menge, auch wenn ihr es nicht glaubt. Die Fortsetzung steht dieses Jahr im Haus, die wird dieses Jahr erscheinen. Dann wollte ich vom Vorgänger Rise of the Tomb Raider, die DLC spielen, die habe ich vor 2 Jahren nicht alle gemacht. Da habe ich ja nur Baba Yaga gespielt. Und ich habe mir auf Steam ab Tomb Raider 2 alle Spiele nochmal geholt. Also ausgenommen Legend und Underworld, weil ich die auch schon gespielt habe. Anniversary, also der erste Teil, die Jubiläumsausgabe. Das war ja ein Remastered, habe ich bei GameStar gelernt. Hatte ich ja auch gespielt. Und dann wollte ich nochmal Tomb Raider 2, 3, 4, Angel of Darkness und Chronicles spielen. Hatte ich ja alle immer nur angespielt früher. Und das wollte ich dann auch nochmal richtig nachholen. Es ist jede Menge los. Lara ist zurück. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich nehme jetzt was für meinen Hals und Mitte März geht's erstmal ins Kino. Bis dann. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Welt ist verrückt geworden. Ich nehme 2.